Moin, moin, servus, moin. Morgen hat der Max Geburtstag. Er wird 20, das heißt, heute Abend wird er ausgiebig feiern. Ich habe schon meine ersten beiden Partygäste empfangen. Die werde ich jetzt 2 Stunden lang mit einem Glas Wasser versorgen. Dann werden wir losmachen und mal sehen, was der Abend so bringen wird. Da sind die beiden Partygäste. Ich bin schwul. Es ist einmal der Karan und einmal der Leiker Skör. Dere. Er zockt auf meiner Spielkonsole. Er ist gerade verreckt. Jetzt werde ich ihm erstmal die Getränke bringen. Da habe ich schon mal was vorbereitet. Und zwar Zitronensaft. Das werde ich jetzt etwas verdünnen, damit das nicht so sauer ist. Einmal. Damit wir auch gut vorbereitet sind auf die krasse Geburtstagsfeier. Ich hoffe, es kommen wirklich viele Leute. Ja, das war's. Einen weiteren Schluck, einen größeren. Ja, es darf ja nicht gespart werden an der Ekstase. Wundervoll. Vielen Dank. Weiterer Schluck. Weiterer Schluck. Boah, Junge. Weiterer Schluck. Ist das sauer? Ja, das schmeckt. Knallt es? Knallt es? Das schmeckt wie meine Wichser, Alter. Knallt es? Dann ja, Ex die durchaus. Scheiße, Ex die Scheiße. Los, Ex. Oder du fliegst sofort aus der Wohnung. Los, Ex. Er sippt es wirklich bis auf Ex. Das ist absolut krank. Sei grüßt. Hier ist das Geburtstagskind. Ah, sei grüßt. Der Herr Klose. Tschüss. Ja. Hallo. Der Yeti. Ja. Ja. Hier wird die Bekanntschaft geschlossen zwischen Klose, Karan und Leiker Skör. Ja. Max, ja. Wie sind die Erwartungen heute Abend? Na, meine Unterhose ist schon vollgekackt. Also nicht mal am Treffpunkt angekommen. Hat sich schon so eine kleine Gefolgschaft getummelt. Ja, das wird schon ziemlich krank. Wir haben keine Ahnung, was für Leute kommen, beziehungsweise was wir überhaupt machen werden. Das wird einfach nur eskalieren, hoffe ich. Wer nicht kommt. Ja, der Leiker ist schon heftig am Saufen. Nimm noch mal einen Schluck für die Zuschauer. Nimm noch mal einen Schluck für die Zuschauer. Saufen, du Penner! Saufen, das Kernkopf. Ich distanziere mich auf jeden Fall von dir. Klose, deine Prognose für heute Abend? Es wird krank werden. Wer nicht kommt, ist einfach fett und arbeitslos. Ja, was machst du denn mit dem Faxe? Das werde ich trinken. Ja, das höre ich doch gerne. So, da der gute Herr Hector Panzer heute nicht am Start ist, wird natürlich Goldkrone! Wird natürlich der Leiker seine Position einnehmen. Klingt nach Apfelsaft. Ja. Siehst aus, als würde es dir nicht schmecken? Ich will mal kurz die Gefolgschaft. Also jetzt ist hier Dresdens Elite eingetroffen. Was trinkst du? Stell mal dein Getränk vor. Ich nenne es Magic Mango. Alter, wie viel wirst du jetzt davon auf einmal trinken? Ich hoffe 4 Flaschen. Na, die Augen müssen aber frei sein. Ex die Scheiße, und dann bist du den Augen runter. Nee, noch nie. Den Fall lang. Na los. Noch nie, jetzt noch nie. Okay, ja. Mit diesem Mann wird es auf jeden Fall ein wundervoller Abend. Scheiße, geht das da los? Ja. Kurzer Überblick in den ersten 3 Minuten. Und es wird immer mehr. Es wird einfach nur schön. Kauf mir Goldkrone. Ich würde sagen, du nimmst noch mal einen heftigen Schluck. Ja, ich weiß, du bist hier da. Für euch reserviert oder so? Mehr. Sauf die Scheiße. Das sieht nicht so aus, würdest du trinken? Jetzt sieht's so aus. Jawohl. Das schmeckt. Dein Statement? Naja, ich bin schwul. Na, was erwartest du, was für Damen heute kommen, altersentsprechend? Naja, also ich befürchte, die liegen alle über meiner Grenze. Also was ist deine Grenze? Kann man öffentlich jetzt nicht definieren. Ich sag einfach mal 16. Okay, gut. Naja, aber ist ein bisschen hochgelegt, aber ja, natürlich. Du weißt ja, wie es ist. Ja, durchaus. So, und 2 Fans, die haben hier schon eine kleine Waffe besorgt, falls heute die Automaten beim Zocken nicht genug geben, oder? Ja, das ist richtig. Nice. Ja. Du musst mehr saufen. Ja. Der Alkohol muss fließen. Brauche ich kein Alkohol? Ja, aber der allergrößte Säufer steht gerade vor mir. Er wird erstmal sein Können unter Beweis stellen. Erstmal das Schicken, du Penner. Dieser Mann muss... Jo, fehlt den Mann. Nie aussaugen, der Kopf wird anderes aussaugen. Alter, Junge. Was zum Teufel? Was ist denn das für ein Gesetz? Der Mann, ja. Sieht aus. Trink die Scheiße hinter damit, Junge!
Alles ist weg! Du musst zwar morgen 5:30 aufstehen und arbeiten gehen, aber was. Ich kann jetzt nicht anfangen mit Arbeiten. Achso, und was tust du da jetzt trotzdem? Saufen natürlich. Ja, du versuchst das Bier zu ächzen. Extra scheiß Bier? Soll ich das ächzen? Ja! Ex. Tu es für meine Fans! Die wollen das sehen! Ja! Die lieben dich dafür! So sieht man das? Ja! Weiter! Komm! Max, feuer ihn an! Du Sau, sollst dich zu Tode trinken! Los! Stirb für unsere Fans! Weiter! Stirb für die Fans, Junge! Los, weiter! Fertigen Märtyrer! Komm, zieh durch! Diabetes-Mellitus! Weiter! Komm! Ja, du bist ein wahrer Ehrenkopf. Das ist einfach schön. Hinter mit der Scheiße! Ja, die wollen uns nicht ins Koma! Jetzt wird wieder passieren! Schaut halt an Elias vor, dass du die Scheiße nicht miterleben darfst. Alter Fee, mein Freund. So, der Herr Klenk ist noch auch am Start. Ja. Gib mir wenigstens mal die Hand, ja. Herr Klenk. Junge! Herr Klenk, gib mir. Komm mal her. Jetzt siehst du zum ersten Mal den Karin Lubitz, komm her, sag dir mal hallo. Ich muss die Bekanntschaft einfach mal filmen. Der like is good. Ich weiß ganz genau, wer du bist. Sammy, mein Süßer. Hey, Mulm, yeah. Ein kleines Shoutout. Shoutout an Max und seinen Geburtstag. Diese Leute sind wegen wem hier? Wegen ihm, also dir. Wegen mir? Jawohl. Und was habt ihr mir denn zu sagen? Wir lieben Rentner. Wie bitte? Wir lieben Rentner. Wir haben wegen dir unseren Fetisch für Rentner entdeckt. Das ist richtig. Das höre ich gern. Wir sammeln auch öfter Omamons. Omamons, ja. Sie haben sich das Pokémon Go Video reingezogen. We make grad Germany great again. Wie bitte? We make Germany great again. Ja, trinken. Du musst kurz stören. Nice. Schaut dir dann Leon Vineyard. Das ist der schönste Moment des Abends. Die ist hier mit mir. Oh, Scheiße. Ich mache mal schnell die Zigarette aus. Weil die Security hier in der Nähe sind. Ja, was denn? Ich bin nikotinsüchtig. So. Hey, wie läuft der Abend? Film lieber die Security. Wie läuft der Abend? Ja, wunderbar. Na jetzt? Was ist denn jetzt mit dem Pfand? Max? Der Jägermeister ist eigentlich eine gute Sache, oder? Ja, eigentlich schon. Doch, nur eine kleine Bulle. Nur eine kleine Husten. Wie eine kleine, eine große Bulle? Junge, eine Krustensaft. Nur Wodka. Oh, oh. Oh, jetzt kommt die Security. Jetzt müssen wir. Ich führe diesen Ladentechniker. Ach so. Eine Bitte. Ja? Ich sehe es an, wer herkommt, alles vor. Was läuft? Einkaufszentrum. Leise. Ja, ich sag mal so, ihr kennt es immer alle, wie ihr wollt, die Wurst. Aber wir haben noch andere Dinge. Ja, kriegen wir das in den Griff, Leute? Ja, das kriegen wir hin. Wenn es was hilft, dann nicht überkommen. Ich bedanke mich. Steht auch immer. Ja, das Security hatte gerade eine Anzeige gemacht. Ich komme nicht mehr vom Kaufmann, was soll das? Ja. 96%? Nach einer Viertelstunde haben wir endlich das. Ich hab schon immer bei. Ja, ist alles gut, hier ist noch ganz. Haben wir endlich das richtige Getränk gefunden: 96%iger Spiritus. Dann werde ich mir hinterkippen und werde mich in der Ecke dann hinlegen. Hier wird Fußball gespielt, natürlich muss im Einkaufszentrum auch geturnt werden. Das gehört nun mal zu der Kundenzufriedenheit dazu. Goldkrone! Goldkrone! Oder 360, Mann. Das ist 360. 360. S.O. an den Hersteller! Diese Frisur von Max. Siemens! Warum ist meine Kamera schon wieder so hell? Naja, du bist schwul! Du musst mal mehr bechern, du Penner! Ich hab schon genug gebechert. Hast du nie! Na, dann gib mir das Bier. Nein, meint, aber trink! Wein, ich hab mich heuer! Was schießt du denn? Ich kann das alles auf YouTube! Wo ist denn das hin? Die Scheiße wächst nie auf Bäumen! Nice! Du Affenarsch! Das ist da genug drinnen? Wie, du säufst das nicht alleine? Ich sauf das schön! Ich liebe dich! Ich hasse dich! Ah! Nur der Suchtzelt, auf nice. Die Nummer. Das wird ein schöner Abend. Brüder, wie lautet denn die nächste Mission? Da wir alle physisch sind? Ich bin frei, sozial, national! Wir gehen jetzt in die Spielothek, wie es gehört, in Ostdeutschland. Auf in die Spielothek. Sagst du heute auch? Ja, klar. Hier wird jeder wird sein Geld verlieren am Automaten. Auf zum Spielautomaten. Ja. Auf. Kannst du bitte mal das verwalten? Ich kann ja alles, das weiß ja nicht. Nur der Schnaps, aber nie rausgeben Sie, das muss am Abend dann rein. Entschuldigen Sie, können Sie bitte meine Tasche halten? Nein, das ist eine gute Frau. Ach so, na gut.
Ding. Herr Klose, Sie wandeln hier rum mit dem Alkohol. Was? Das ist Mindestwein. Da habe ich von irgendjemandem einen Penner abgezogen. Mindestwein? Ja, das ist Mindestwein. Nein, es trinkt nur Penner am Bahnhof Neustadt. Rein in den Nüschel. Auf keinen Fall. Rein in den Nüschel. So was trinke ich nicht. Na gut, okay. Trink jetzt den Weißwein, Junge. Junge? Was sagst denn du dazu, wie dein Freund heute Geburtstag feiert? Naja, also eigentlich wäre ich ja gar nicht hier, aber da ich ja eine gute Frau bin, muss ich das jetzt wohl ertragen, aber... Du bist die beste Freundin, die Max bis jetzt hatte. Danke. So, jetzt geht die Truppe ins Ararat. Das ist unser abgefucktes Casino in Dresden. Das wird jetzt richtig krank. Wir waren ja... Ich gebe uns ungefähr 3 Minuten, dann sind wir hier raus. Nee, die schmeißen sind hier raus. Wir werden hier Ach klar, die werfen uns in 5 Minuten hier raus. Ja, das darfst du ruhig machen. Haut mal was den Wolf, ihr Fatzen! Oh, Alter Wolf! Ja. Das ist der passt hier auf. Er wird gefickt! Naja, da kann hier viel machen, denke ich mal. Ich distanziere mich von mir selbst. Ja. Oh, die Aufsicht! Oh. Wo sind der Rest? Alle rein, ja! Die Aufsicht steht hinter Die Aufsicht soll mich finden! Junge, verdammt! Dynamo! Der gute Mann zockt ja auch. Ey, die Spielsucht! Ja. Oh, ich werde gerade angerufen. Entschuldigung, nicht laut, bitte. Security? Ja. Security? Ja, komm auch. Ich bin Boxer. Ist egal. Ja, hier geht gleich. Okay, komm mal her, du kannst machen, was du willst, aber hier. Von mir kommt nichts ins Netz. Nein. Naja, ich bin völlig besoffen. Es ist noch nicht 0 Uhr, aber die gratulieren Max trotzdem schon. Aber mir soll es recht sein. Max, komm mal her. Es ist zwar noch nie 0 Uhr, aber trotzdem alles Gute. Ich hab gar nicht Geburtstag. Ich hab dich wirklich lieb, komm her. Ich dich auch, liebe Bruder. Ich sag dir dann nochmal alles Gute. Ich ersetze heute Abend übrigens den geliebten Hector Panz. Ja, das stimmt. Geliebter Bruder, ja? Ich wünsche einen herzlichen Glückwunsch an Herrn Offersohn. Ja. Wir sind etwas betrunken. Ach, das ist alles krank. Die Spielsucht fängt uns. Wir sind nicht mehr viele Leute übrig, die sind alle irgendwo verloren gegangen. Wir haben und so sind die sind alle weg, die sind Klopschischen. Ja. Wir haben viel zu viel Scheiße gebaut. So, wir sind hier im Club angekommen. Schwedhacke! Halbe Stunde noch. Ich bin schwul! Warte, aber ich ficke jede hier runter! Du hast eine halbe Stunde. Das ist mir doch egal, wenn ich Geburtstag habe. Pyrotechnik für alle! Komm her, los! Max, du hast eine halbe Stunde Geburtstag. Nenni hier anzünden. Und sonst? So, das sind alle, die noch übrig geblieben sind. Ich hätte nichts draus tun. Max. Ich schreib gerade mit dem Zahlschwein. Schau dir den Tom Fander. Sag mal irgendein Statement zu diesem Abend, bitte. Ich habe Kopfschmerzen und muss gleich kotzen. Also erzähl jetzt, wie dieser Abend war. Entweder du gehst jetzt zocken oder du bringst dich um. Ich werde beides tun, hintereinander. Aber du erzählst es trotzdem, wie dieser Abend war. Ich liebe dich. Sag, wie dieser Abend war. Wieso denn war? Das ist ja noch nie vorbei. Schaust du ganz Supernatural? Dann wende ich mich Hallo. Jetzt... Hallo! Nein, ich schaue kein Supernatural. Schaut auch dein Bobby! Dann frage ich jetzt einfach mal Herr Klose, wie dieser Abend war. Ja. Alter! Wie war ja, der Abend? Ich habe die Hälfte des Abends verpasst, weil... Dich doch mal! Wie war denn der Abend? Ja, der Abend war geil. Es wurde Pyrotechnik gezündet und alles und es gab eine wilde Schlägerei. Jetzt waren wir noch im Club Mensa gewesen, war völlig sinnlos. Wir hätten irgendwas gewinnen können, ich weiß nicht was. Irgendein Suff. Ja, wir hätten ein Saufboot gewinnen können. Ich hatte die Nummer 303, aber das wurde leider nicht gewählt, sondern irgendeine andere Scheiße. Junge. Ich.
Hast du Dreams überhaupt als Album gekauft oder überhaupt die gekauft? Ich hab's noch nicht mal gehört. Na, ich bin wahre Ehrenmann. Ich hab nur einen Track gefunden. Ja, brauchst du den Rucksack? Nee. Brauchst du den Shindy-Rucksack? Braucht dir irgendjemand den scheiß Rucksack? Welchen? Den Shindy-Rucksack? Ja. Für 40 Euro gehört er dir. Alter, ich gebe dir den 10 Euro für den Rucksack, wenn ich da reinscheißen darf und du den dann 40 Monate lang trägst. Ich hab schon.